Was geht ab, Leute? Omed gegen Edi, MMA, let's go! Freunde, herzlich willkommen zu diesem ganzen... So, das Video wurde Omed gepackt, wenn es euch sehen. Video, ich begrüße euch mit einem kräftigen Moin Moin. Heute drehen wir Folge 3 von YouTuber zum MMA-Fighter. Die Sonne scheint direkt in mein Gesicht und das ist ein relativ gutes Zeichen für einen guten Tag, denn wir drehen heute mit einem ganz, ganz besonderen Special Guest, nämlich, ihr werdet es schon im Titel gelesen haben, Edis Dem wird sich im Laufe des Videos auf jeden Fall zeigen. Wir treffen uns jetzt auf jeden Fall mit ihm, gehen dann ins Gym zusammen. Dort werden wir auch ein Format drehen, was es so längere Zeit nicht mehr auf den Kanal gegeben hat, nämlich Wer ist schlauer? Weil mich das halt einfach wirklich interessiert, wie schlau der Mann ist. Aber in dem Video wird es dumm aussieht oder was, Ahmed? Alter. In dem Video wird es jetzt hauptsächlich nur darum, ums Training gehen, wie wir den Tag miteinander verbringen. Risky, danke für 19. Lassen, Abo da, lassen, Like da. Ich möchte einmal mal ganz kurz euer Feedback zu meinen neuen Haaren, denn ich lach mal. Bisschen gekürzt, Digga. Wie sieht das aus? Ja, wie kann Ahmed so eine schlechte Hairline haben? Ich mache Kekse Dank für 27 Monate. Der Mann hat überall Haare am Körper, am Arm, am Unterarm, Beine sind crazy, Bauch, Rücken, Stirn, aber nicht hier. Wie kann das sein? Ich check's nicht. Er hat überall Haare aus auf Kopf. Hört nicht seinen Schwanz hin. Er lacht einfach nur. Okay, sieht anscheinend nicht so gut aus, aber darum soll es ja nicht gehen. Ich überzeug ja generell nicht so krass mit Aussehen, sondern eher komme ich mit den inneren Werten. Jetzt kann ich noch sagen, guckt euch den Edi an. Was geht ab, mein Bruder? Alles gut. Ja, bei dir? Ja, auch. Was geht? Wir gehen ins Training jetzt, ne? Der weiß gar nicht, jetzt lacht er doch. Der weiß gar nicht, aber coole Bag von Omed. Er will Sparring machen. Er meinte so, ja, wir machen so locker. Aber ich habe gesagt, du kannst schon hin und wieder draufhauen. Ja, und genau das hättest witzig. Du nicht sagen sollen. Ja, doch, ist witziger fürs Video. Nein, auf jeden Fall machen wir. Ich finde es auf jeden Fall geil. Du bist der erste Creator, der nach Ulm gekommen ist für mich. Ich würde sogar 10-mal kommen, Bruder, ja? Stark. Aber nein, sag mal eine Sache, Digga. Wie unnötig ist das, dass es Neu-Ulm und Ulm gibt? Neu-Ulm ist Bayern. Ulm ist Baden-Württemberg. Du gehst über die Brücke und dann bist du in Bayern, in Neu-Ulm. Okay. Das ist so, die dachten, das die wären Istanbul. Die dachten, du gehst auf Asienseite, haben die gedacht. Haben wir nach Ulm. Einfach Bayern. Passt schon, Bruder. Das ist meine Stadt. Die sollen alle die Fresse halten. Meine Stadt? Jetzt sind wir neu, jetzt müssen wir aufpassen, jetzt ist jetzt Bayern, jetzt haben Leute wie wir es wirklich, wirklich schwierig. Normalerweise, ich wundere mich auch gerade, es ist jetzt 30 Sekunden vergangen, wir wurden noch nicht angehalten. Komm, Zuschauer, schau mal. Warum filmst du direkt? Darf ich filmen, Abel? Nein, nicht filmen. Was geht? Erst fragen. Salam alaikum. Alaikum salam, alles gut? Ja, bei euch? Auch. Darf ich filmen ein bisschen? Mach filmen. Nein. Mich nicht. Du, Bruder, das ist doch der Arme. Ja, so ein Bruder, der Arme. Bruder, der hat wahrscheinlich, der war bestimmt so richtiger Sub-Zuschauer. Und hat gedacht, was hat der für Freunde? Ich abonniere den nie wieder. Den Peach. Video machen. Der wusste nicht, was er sagen soll, Lan. Wir reden immer noch über den. Guck mal, er kommt sogar mit Tasche und so, Digga. Übertreib doch nicht. Ich muss, Bruder. Wo trainieren die? Im Bunker? Angekommen am Gym. Sieht sehr einladend aus, muss ich sagen. Wir wollten so ein bisschen so ein gemütliches Ding halten. Mhm. Das ist jetzt warte mal, ist das dein Gym? Wie? Wir wollten, man denkt, es ist dein Gym. Also von meinem Trainer, aber Bruder, mein Trainer ist so ein Kindheitsfreund von mir. Okay. Wenn ich will, kann ich auch übernachten, weißt du, was ich meine? Okay. Wir können Frauen rufen, wenn du willst, was du willst. Weil es sehr kalt ist, würde ich sagen... Mit Riedetrikot, das sehe ich doch direkt. Erstmal auf, ganz das ist das legendäre Riedetrikot, Chat. Deswegen gibt es Riede. Mit Joggen, wenn ich sage linker Arm kreisen, machst du linker Arm. Das ist eigentlich schon Willi. Typische Basic, was jeder kennt, Heide, Yalla. Jetzt zeige ich euch noch was. Wenn ihr es eilig habt, aber jemand trotzdem ficken wollt, dann macht ihr einfach beim Vorbeigehen den hier so. Und dann direkt weiter. Boah, mein Pan. Ich will dich jetzt sehen, Moment. Beim Vorbeigehen. Okay. Halte. War gut? Ja, Mann, war richtig gut. Genau, kreis weiter ein, Arme nach vorne, nach hinten. Wie komisch läuft Edis. Richtig gut. Genau, kreis weiter ein, Arme nach. Er hat so richtig kleine. So kleine Füße so. Denn sein Körper ist so nach vorne, so Buckel. Wie bei mir. Vorne, nach hinten. Jetzt so seitlich, also nach innen. Genau, da kannst du auch deine Arme mitnehmen. Glaubt ihr, er kann sprinten zum Beispiel? Rückwärts laufen.
Was halt wirklich gar, also er sieht für mich so aus, wenn er sprintet, dass es komisch aussieht, so mäßig. Ist mir auch noch ganz wichtig, Fallschule. Okay. Wenn du heute fliegst, dann ist es sehr wichtig, lande auf gar keinen Fall irgendwie. Marlon schreibt Kobold, haha. Finde ich nicht. Kobold ist ein bisschen fies, finde ich. So, oder dass du dich noch abstützen willst oder irgendwie retten willst, sondern nochmal ausgestreckt. Also quasi, du landest so. Das ist sehr wichtig. Wir rollen nicht wie im Kindergarten so nach vorne. Seitlich. Wir rollen uns auf den Nacken rüber. So wie Maradona. Ja, genau. Keine Ahnung. So wie Maradona? So. Ja, ein bisschen mehr über die Schule. Mein Zeh tut weh, dank für 16. Ich wollte gerade sagen, ich probiere auch eine Rolle, aber mein Zimmer ist okay, Platz. Und jetzt nach vorne und? Mein Gott. Genau, mach dich kleiner. Mach mal, wie als würdest du quasi so. Ja, Omid hat sich aber auch beim Thai-Boxen schon richtig blöde angestellt mit Marlon. Schmeiß deinen Arm so nach hinten, dann geht das schon automatisch. Also das kann nicht dein Ernst gewesen sein. Einfach Riede-Trikot, Riede ist bald ab. Bald nur noch Ide. Okay, rollst du rüber. Ja, schon besser. Schon besser, ja, genau. Genau, ja, mach der. Sehr stark. Jetzt. Damit deine, schlecht. Ich sag, mein erster Versuch wäre besser als das. Ja, schon besser. Schon besser, ja, genau. Genau, der war gut. Hä? Sehr stark. Jetzt, damit deine Gelenke, alles dies, das, dieser Druck. Geht nicht, ich kann nicht machen. Ich hab keinen Platz hier. Ein Gewicht hoch quasi. Du rollst jetzt rückwärts. Ja. Und dann schießt du. Das ist ja wirklich ein Körper, Klaus. Das heißt quasi, du gehst jetzt rüber. Zack. So stehe ich immer auch beim Fußball, wenn ich gefolgt werde. Schmeiß dich hoch. Hier, schmeiß dich nach hinten. Oder nach dem Dehnen oder so. Das passt schon. Das ist nicht so clean bei mir. Ich lass dich fallen. Oh, Big OC, danke für 5. Ja, genau. Ja, genau. Sehr stark. Takedowns. Also du gehst jetzt hier mit dem rechten Bein, gehst du runter. Dein linker. Ich wollte immer, dass sie. Wie heißt das? Ich weiß nicht, wie das heißt. Wenn man so auf dem Rücken liegt, das kannst du auf dem Trampolin. Auf dem Rücken liegt, so die Hände und dann so aufstehen. Das wollte ich immer können. Aber ich kann das nur auf dem Trampolin. Suplex, nein. Eine Attacke. Ich weiß nicht, wie sowas heißt. Karim Adeyemi, ich glaube, er hat das mal gemacht. Rücken aufstehen. Wrestling. Bei Wrestling machen die so. Keine Ahnung, Mann. Impressive Wrestling Warm-Up. Hier, Kick-Up. Ja. Das. So aufstehen. Ja, das meine ich. Das wollte ich immer können. Das kann ich nur auf dem Trampolin. Und das linke Bein schießt du dann nach vorne und währenddessen greifst du halt rein. Genau. Und wenn du oben bist, machst du dasselbe mit dem anderen. Gehst runter und greifst hier. Das heißt, du gehst jetzt mit dem, was vorne ist. Ja, das sieht so aus. Runter auf die Knie. Digga, der ist voll beweglich. Genau. Jetzt schießt du den nach vorne. Genau, jetzt gehst du hoch, aber nur hoch. Nur hoch, genau. Jetzt gehst du mit dem nach vorne. Zieh ruhig das bisschen mit. Zieh mit. Jetzt rechts nach vorne. Genau, und jetzt das nach vorne. Genau, jetzt gehst du wieder hoch. Jetzt gehst du mit dem linken runter. Boah. Aber ich komm gar nicht. Das Knie, Alter. Du ziehst den ja mit. Der bleibt ja nicht. Du kannst ihn so ruhig mitziehen. Genau, und jetzt mit dem nach vorne. Genau, hoch. Jetzt machen wir dasselbe. Mit einem Eight-Down Defense. Das heißt quasi, wenn jemand bei dir das macht, ja, wie du das abblockst. Du gehst linkes Bein wieder, zack, hochgreifen. Das Gleiche. Dann stehst du nach in die Richtung und sprawlst raus. Im Gym-Video davor. Du hast gemacht. Quasi, du machst einfach zack. So. Digga, das zeigt mir einfach nur, wie er mich packen würde, ne? Was ist das für dünne Beine? Bein, halt hoch. Digga, wann soll ich das benutzen? Wie bei Defense? Zack. So mache ich, wenn mich jemand angreift. Warte, ich muss mich noch auf Bauch legen. Und jetzt sprawl raus. Muss ich auf Bauch legen, er tritt auf meinen Kopf oder so. Bock und hoch. Und gleich weiter. Und sprawl. Genau. Hier nochmal ganz kurz zum Verständnis. Das sieht immer so ein bisschen nicht so gut aus, aber das ist auch der Sinn des Formates. Von ganz oben. Das ist wirklich ein Lightskinner-Move. Ja, ich mach die ganze Übung, die er macht. Mach ich vielleicht jetzt zum ersten. Oder seh ich vielleicht zum zweiten Chris Mal. Chris Brown auf Bühne. Ist gut. Das ist Hector ein bisschen. Das ist auch Sinn des Formates. Ich
finde das auch keine Idee, Bruder. Ja. Das gab es noch gar nicht. Ich mach das selber, weil ich es gerne einfach sehen würde. Ja, weißt du, was ich jetzt sehen will? Eine Minute Liegestütze, eine Minute Sit-Up und eine Minute lang Arme strecken auf dem Boden. Jetzt kommt das Aufwärmtraining für das Aufwärmtraining. Okay. Da bin ich Ed sehr, sehr dankbar, dass er das mit mir macht. Du musst den Kopf eigentlich kaputt. Und ganz viel Liebe für meinen Bruder jetzt. Und go. Genau. Ganz entspannt. Komm mal mit, die Hälfte. Ich mach gerade wieder Liegestütz daily. Ich bin jetzt so bei... Ich mach so ein Stück. Mach ich so 20 bis 25 und ich mach das so dreimal oder so. Immer wenn ich mal ab und zu Lust hab. Hast du schon fast. Ja, wirklich, Chad. Aber das ist halt voll schlecht. Ich hab früher mal 50 Liegestütze gemacht, als ich so 14 war oder so. Immer vorm Schlafen gehen. Ich hab einfach vor einer Woche oder so angefangen. Oder so eine. Ich hab angefangen mit 16. Digga, ich mach so Liegestütze. Das ist schon schwer. Zweite, dritte. So, ich bin so fett und unfit geworden, dass einfach 16 Liegestütze war. Mehr ging nicht. So. Jetzt hab ich gemerkt, dass beim Training. Mussten wir so Sprints machen, Verliererteam macht 5 Liegestütze. Ich guck, 5, ich war für mich schwer. Ich denk so, ne, was ist denn jetzt los? Wiege ich so viel? Und dann war ich zu Hause, ich hab so geguckt, mal gucken, wie viel ich mache. Ich mach 16. Und seitdem mach ich halt jeden Tag einfach, die ganze Zeit. Immer wenn mir mal langweilig ist, wenn ich aufstehe, mach ich kurz. Wenn ich Zähne geputzt hab oder so, wenn ich gerade daran denke. Junge, Bilo, weißt du, wie lecker das war? Aber, boah. Alter, das geht ordentlich auf die Hüfte. Sag mal jetzt, mein Zimmer, es geht nichts. Guck mal an, wie es hier aussieht. Ich bin in Ruhe. Bier trinke dann für 2. Ich habe heute sogar, also ich habe sonst 22 gemacht, heute habe ich das erste Mal 25 geschafft. Ich glaube wegen Superkompensation. Die Hälfte. Jesus, ich will lieber den Sandwich haben. Komm, 8, 7. Platz aus dem Chat, ich habe keinen Bock Liegestütze zu machen, weil im Chat sind dein Fitness... Influencer, die dann sagen, wirke die richtigen oder was weiß ich. 6. Ich mach sowas nicht. Also das macht keinen Sinn. Ich habe schon oft genug gemacht. 5. 4. Komm. 3. 1. Okay, bei Edis sagt 4, ich schon. 4. Komm. Das sind auch nur halbe. Jetzt Snipes sagen wir 13. Komm. 3. 1. Bei Jim. Inch. Up. Gleich hat Edis gesagt. Ja, ist ja auch so. Du hast dann nur rumgeheult. Sit-ups. Sit-ups bin ich Maschine. Mach ich dir 50 aus dem Nichts. Komm, es ist gleich Zeit. Komm. Es ist gleich Zeit, komm. Noch zwei. Letzte, komm. Stark. Jetzt boah, kommt. Mittlerweile glaube ich. Die schwierigste von allen. Okay, go. Das fand ich nie schlimm. Rücken fand ich immer geil. Sehr gut. Am besten immer so nach vorne schmeißen für die Explosion, genau. Okay, jetzt halten und Handfläche nach oben. Genau, Knie auch nicht auf Boden absetzen. Ja. Halten. Nein, niemals. Und die letzten 10 jetzt so schnell es geht, okay? Und go. Das ist scheiße. Und halten. 3, 2, 1 und Zeit. Okay. Jetzt ist glaube ich ein bisschen warm, oder? Schlimmste Kraftzirkel ist bei Fußball. 1 Minute Unterarmstütz, Seitenstütz. Boah, ich hab's gehasst. Jab, also 1, ja. Schlägst du einen Jab. Das dreimal oder so. 1 und wieder zurück. Genau, die Faust bleibt nicht da irgendwo stehen. Dann diese Zittern bei Seiten. Und dann bei Dings, bei Seitenstütz. Wer kann, da macht doch hoch und runter und macht sein Bein hoch und runter. Digga, lass mich in Ruhe. 1. Genau. Und alle machen so, ich versuch so auch. Zittert so mein Bein. Rücken auch noch. Rückenstütz finde ich aber nicht schlimm. Jetzt links, rechts. Das ist 2. Das ist das Schlimmste, ich schwöre. Kaiko, dann für 2. 2. 3 ist jetzt links, rechts. Und dann auch Seitstütz. Kennt ihr Seitstütz mit langem Arm? Lange Arm und ein Bein hoch, oben. Also es sieht dann am Ende so aus. Diese. So. Oh, wie rutscht der Schiffe? So hier. Das ist der schlimmste Seitstütz. Das ist das Schlimmste, was es gibt. Du musst ein bisschen locker. Weißt du, wie du das am geilsten trainierst? Hol dir einen Tennisball und dann lern mit dem so dieses Ding so zu springen. Ja, das sieht harmlos aus. Was ist
Genau, nein, das ist geil. Weil damit lernst du dieses Lockere. Okay, eine Minute. Let's go, jetzt will ich Power sehen. Vergiss nicht, schöne Schläge müssen nicht fest sein. Außer den letzten, den will ich fest. Ja? Okay? Kriegst du wie ein Kind, das sauer ist? Locker. Ich sag, ich wäre so gut. Nicht nach oben springen. Ich bin bei Boxautomaten voll gut. Locker springen. Das war mein Drücker. Ich bin mit meinem Fuß gegen meinen Drücker gekommen. Bitch ass nick. Ruckt auf. Deckung, nochmal. Faust vor Auge. Wo macht man seine Fäuste hin? Das kann gar nicht sehen, wenn ich so mache. Kinn. So? Ich wäre safe gut, Manon. Als würdest du über eine Mauer schauen. Ah, okay. Wir mal gucken, wie du weit. Man muss im Peak gehen, so ein bisschen. Kann man Right Peak machen? Kubax? 180? Nicht Angst haben vor der Pause, schütz dich. Sehr schön. Zwei. Eine Piste. Einfach Right Piste. Okay, vier. Und das war kein Power Punch. Kein Power. Nochmal. Sehr schön. Der war gut. Du hast eine sehr gute Kondition, Omid. Dann dich? Okay. Das ist eine sehr gute Kondition. Was hat ein Fußballspiel zu tun? So, Kondition. Ich dachte Koordination. Gute Grundausdauer. Man merkt das. Man merkt das, weil viele werden jetzt vielleicht schon abgekackt. Jetzt greifst du diesen Bein, jetzt greifst du mich hier wieder fest. Genau, mit dem Bein geht. Digga, das ist das Schlimmste, was es gibt, wenn man im Schwitzkasten ist. Ich schwöre, es ist so schlimm, es ist so kacke, wenn man im Schwitzkasten ist. Man kann nichts machen. Es ist das schlimmste Gefühl, was es gibt. Ich muss einfach hoffen, dass er aufhört, der andere. Hinter mir? Jetzt sagt mir nicht, mit Kopfstand kommt man da raus oder so. Man kommt da nicht raus. Genau, und jetzt schmeißt du mich. Schmeiß mich. Ja, genau, ja, okay, passt. Ich würde sagen, ich zeig dir jetzt noch eine Takedown-Defense, was sehr wichtig ist, wenn jemand an deinem Bein will. Das haben wir ja vorhin gemacht. Suplex. Du bist ja hier rein, zack, und dann haben wir ja das hier gemacht. Ja, ich check. Das heißt, das ist keine Methode, um eine Matte zu schwängern. Das ist die Methode, wenn jemand an dein Bein will, dass du nimmt das Bein. Nach hinten springst. Mach mal den Takedown bei mir. Greif mal rein. Sag, okay, du hast jetzt gegriffen. Du hast mich jetzt so gegriffen. Was habe ich... Jetzt steigt er vor, das Bein geht runter und dann geht er auf den Boden, macht kurz Bauchklatscher und dann hoch. Ich hab dir vorhin gesagt, ey, Ohr und Kopf hoch. Kopf hoch, genau. Aber wenn du Kopf unten hast, habe ich ja schon deinen Hals. Ja. Kopf hoch, genau, enger. Richtig eng, genau. Die einfachste Technik, klar, da gibt es andere Varianten, wo du so greifst, wo du so nach hinten schwimmst. Aber meine leichteste Methode ist, ich greife, weil du ja eng bist, drück ich deinen Hals hier weg. Okay. Okay, ich drücke es weg und jetzt sprawl ich nach hinten. Siehst du? Ich bin frei. Er ist rausgesprawlt einfach. Scheiße. Ich greife rein. Ich bin jetzt eng. Warte. Du greifst. Wohin denn? Du drückst sozusagen so weg. Geh nach oben. Bauchklatscher. Und springst jetzt nach hinten. Spring. Drück mit deiner Hand mehr weg. Mit deiner dir Hand weg. Drück weg. Die rechte oder die linke? Die hier. Du drückst so raus. Du drückst mich raus. Mehr. Drück raus. Drück raus. So, Darmstellung gekehrt, yeah. Bam, bam, so, keine Ahnung. Digga, Jesus ist ja voll geschult, Digga. Jarvis hat verzeiht. Du gibst mir eine, ich gehe hier direkt rein. So, genau, ja. Bam, bam, so, keine Ahnung. Du gibst mir eine, ich gehe hier direkt rein. So, genau, ja. Und Bauchklatscher. Ja, yeah! Er ist ein Grappler, Bruder. Ich sag's dir. Er ist Grappler. Easy. So, jetzt greife ich da rein. Genau, sehr stark. So, das war die Technik. Kann er ihn nicht dann direkt packen? So, jetzt greife ich dein Bein. Genau, sehr stark. Kann er ihn nicht, denn ich würde so nach vorne springen jetzt schnell und dann seinen Arm nehmen, meinen Arm nehmen als Schwitzkasten-Ding, dann habe ich ihn im Lock vorne. Wie heißt es?
Knockout-Dings. Wie heißt sowas? Sledgehammer. Chokehold. Die Technik, jetzt ringen wir ein bisschen. Boxt, ja. Ja, Bruder, du musst ein bisschen erklären. Du musst da wieder. Du musst denen erklären, Bruder, was jetzt kommt. Ja, jetzt machen wir Ringen. Genau. Ringen ist. Ja, Sparring heißt halt jetzt, wir schlagen nicht, wir greifen nur. Okay. Wenn du willst, können wir auch mit Schlagen machen. Mhm. Willst du? Nein. Ja. Dann okay, dann sind wir. Kämpfen ohne immer ohne Schlagen. Wenn man gegen seine Kollegen kämpft oder so, dann wer als erstes liegt, hat verloren. So mäßig. Oder man macht kurz mit Griff und wer abklatscht hat, gibt auf oder so. Auf chillig. Direkt. Wenn jemand baut dich dann für 15 Monate. Aber Dings, mit. Da gibt einen Schlagen. Spaß. Wie dumm ist auch mit. Können wir auch mit Schlagen machen. Mhm. Willst du? Ja. Dann okay, dann zieh mir Handschuhe ab. Ich will nicht, aber es ist ein gutes Video. Deswegen mache ich es. Ja, genau, wir machen jetzt mal so einfach ein bisschen so Technik-Sparring. So quasi, das ist so die. Einfach so die. Okay. Dicke Shoutout an das MMA. Wer ist 89 MMA? Ja, 89 MMA. Dass wir hier überhaupt trainieren dürfen. Wir haben die ganze Halle, die hier ist, gerade. Nämlich für uns. Komm on, let's go. Let's go. No, Digga, die machen jetzt mitschlagen? Ja, genau. Sehr schön. Hab keine Angst. Versucht. Ich höre, ich würd genauso sein, ne? Versucht Omet gerade ihn zu schlagen oder schlägt er in die Hand mit Absicht? Ja, genau. Hä? Versucht er ihn zu sprauen? Tut der schon weh? Die anscheinend nicht wehtun. Was? Das sah aus, als ob sie nicht wehtut! Ah! Was machen wir jetzt? Okay, erst oben. Okay. Ja, dann das. Armlock, Armlock! Armbreaker! Abklopf ab, wenn's weh tut, gell? Abklopf ab! Ja, mach weiter, okay. Ja, chill ich noch, redet. Das Knie, aua. Schau mal, wenn ich nah bin bei dir, dann greifen die meistens. Oder geh nach hinten. Aber bleib nicht stehen und mach irgendwas. Okay. Das war ein schlechter Spinebuster. So hast du alles weh. Hause, danke schön für den Zapf. Danke für 19 Monate, Hazel, danke für 19 Monate. Nein. Also Rippenbruch. Ey, was ich mich auch frage, bei Wrestling, die fallen da so die ganze Zeit zum Beispiel dahin. Was haben die, also was ist hier für eine Matte? Ich dachte immer, die Matte ist so, dass es nicht wehtut. Dass nichts wehtut. Komm nochmal, weiter. Komm, dein Gegner wartet auch nicht, Bruder, wenn du auf Boden bist. German Suplex! Okay. Hallo? Alles gut, Bruder? Ja, sein Nacken, ich wollte dir was erwarten. Nee, ich hab gleich in der Luft irgendwas gekrümmt gehört, ne? Was? Ich hab in der Luft irgendwas mit Krit gehört. Tut irgendwas weh. So, Leute, der Omet ist gerade nicht in der Lage, das Outro zu machen. Deswegen beende ich das Video. Ich habe das Vergnügen. Der Bruder will mit MMA durchstarten. Das war die letzte Folge. Nein, Bruder. Jetzt geht's ab. Nach dieser Verletzung bekommst du langsam das. Mal an, der Schütze ist eklig. Das ist ein German Suplex. Digga, er ist Knock, oder? Moment. Der ist direkt Knock? Jetzt? Moment, alles gut? Tut er so. Ich hol dir Wasser, warte. Nee, ich hab gleich in der Luft irgendwas gekrümmt gehört, ne? Kann doch sein, dass er einfach chillt, so. Suplex City, ja, Digga, Brock Lesnar gibt davon 5 am Stück. Los. Gehört. Tut irgendwas weh. Bei MMA durchstarten, bekommst du langsam. Die letzte Folge. Nein, Bruder, jetzt geht's ab. Nach dieser Verletzung
bekommst du langsam das, ich will jetzt weitermachen. Also Leute, wirklich ein krasses Projekt, was er da auf die Beine gestellt hat. Der hat einfach 6. Ich bin kein Profi-MMA-Kämpfer, um Gottes Willen. Er wollte das Training hier mit mir machen und ich habe mich gerne zur Verfügung gestellt. Ich habe meine Ringererfahrung mitgebracht, ein bisschen vom Striking. Danke fürs Anschauen und abonniert Omet. Omet hat bald einen echten Kampf, oder? Oder ist zumindest das Ziel. Auf jeden Fall ein geiles Video. Ich würde sagen.